Wie krieg ich diesen Stein von meinem Herzen wieder runter? Das ist an so ein Gewicht ja nicht gewöhnt. Ich steh da wie unterm Hammer und warte auf ein Wunder, nämlich dass der Hammer doch nicht runterdröhnt. Wir sind beide ganz bestimmt noch nicht am Ende unseres Weges angekommen, oder so hast du gesagt. Wir sind jung und frei und haben uns noch so viel vorgenommen. Wir haben Trümpfe in der Hand, hast du gesagt. Und ich hab mit dem Kopf genickt, es wäre wohl so weit einzusehen, wir sind beide nicht die letzte Möglichkeit. Man müsse sich verwirklichen, ich würde dich nicht hassen. Ich müsse mich ja sowieso an die eigene Nase fassen. Hab ich das gesagt? Dann hab ich noch laut geschrien, ich glaube auch ich kann es, wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Ich kann, hurra, so dann und wann fass ich mich dran. Du seist froh, dass ich noch Witze machen kann, hast du gesagt. Hast du gesagt. Aber wie krieg ich diesen Stein von meinem Herzen wieder runter? Das ist für so ein Gewicht ja nicht gemacht. Ich steh da wie unterm Hammer und warte auf ein Wunder, nämlich dass der Hammer doch nicht runterkracht. Dass der Hammer doch nicht runterkracht. Tata, 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 dass der Hammer doch nicht runterkracht.